Ja, hi, lieber Jan. Schön, dass du heute da bist und dass du ja, dich den Fragen des Jugendgemeinderats stellen möchtest. Ja, wir freuen uns sehr und sind gespannt auf den Austausch. Du bist Kandidat für die Klimaliste und trittst bei der kommenden Landtagswahl an. Und da es die Klimaliste ja jetzt noch gar nicht so lange gibt, wäre es cool, wenn einmal natürlich du dich vorweg persönlich vorstellen würdest, aber auch mal erklären könntest, was die Klimaliste denn überhaupt ist und was dahinter steckt. Sehr gern. Auch lieber danke, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich bin Jared Schiffer. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in Hamburg geboren, in Niedersachsen, in der Nähe von der Nordsee aufgewachsen und bin vor 3,5 Jahren hier nach Konstanz gezogen, um Maschinenbau zu studieren. Und nach 2 Jahren habe ich das abgebrochen. Ich habe gemerkt, hey, das ist nicht meins. Und ich habe dann angefangen mit einem FSJ, Freiwilligen Sozialen Jahr, in einem Kindergarten. Und das hat mir so sehr Spaß gemacht, dass ich auch nochmal verlängert habe. Und ja, das mache ich auch immer noch. Ich war schon immer sehr begeistert von Wissenschaft, besonders in dem Bereich Ernährung. Aber auch Astrophysik und solche Sachen fand ich schon immer sehr spannend. Und ich habe mich einfach gerne in meiner Freizeit mit diesen Sachen beschäftigt. Und ja, das Bereich Klima, was dann ja für mich noch nicht so wichtig war in der Zeit, weil ich habe davon gehört, ja, es ist eine wichtige Sache, aber ich habe es für mich nicht sehr ernst genommen. Das hat sich aber dann geändert vor etwa auch 1,5 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit Fridays for Future auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich ja auch sehr hinter der Wissenschaft, hinter dem Klimawandel ja, damit auseinandergesetzt und bin dann auch aktiv geworden bei Fridays for Future. Und in der Zeit war ich dann schon im Kindergarten und habe jeden Tag diese Kinder gesehen, die die Zukunft noch vor sich haben, die ja noch ziemlich jung sind, zwischen 2 und 5 Jahre, 6 Jahre vielleicht. Und ich habe mit denen gespielt jeden Tag und die mal getröstet und so, aber immer mit dem Hintergrundwissen, ey, wenn wir so weitermachen mit dem Klima, wie wir es aktuell machen, dann wird es für die nicht, aber wird es für die viel schwerer werden in der Zukunft. Und genau, das hat mich, oder das treibt mich auch jetzt noch an, dass ich wirklich was verändern möchte. Erstmal als Aktivist und jetzt auch immer mehr als in der Politik selbst. Und deswegen, als ich dann gehört habe von der Klimaliste, war ich ja, schnell begeistert und habe gewusst, dass ich auch in diesem Weg vielleicht was ändern kann. Die Klimaliste, ja, eine neue Partei, die wurde im Oktober 2020 gegründet, hier in Baden-Württemberg. Und ja, das Hauptziel ist es, wissenschaftlich begründet in dem Bereich besonders Klima, aber auch allgemein alles in wissenschaftlichen Basis aufzubauen und so die Politik zu gestalten. Die Klimaliste selbst ist gegründet worden von Aktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion, sowie auch von Wissenschaftlern, von den Scientists for Future und Menschen, die es einfach wichtig finden, besonders für das Klima einzustehen, aber auch so gute Politik zu machen, die ja sozial-ökologisch uns weiterbringen wird. Genau. Ja, dann erstmal vielen Dank für diese kurze Vorstellung und die Erläuterung. Ich würde dann auch direkt starten mit den Fragen, die wir ja an alle Kandidatinnen stellen.
teilweise schon gestellt haben und auch noch stellen werden. Ja, unsere erste Frage bezieht sich auf die Einbeziehung von Jugendlichen, weil es ja für uns natürlich als Jugendliche wichtig ist, dass wir auch in der Politik im Endeffekt vertreten werden und unsere Interessen. Und da interessiert uns, wie du denn vorhast, Jugendliche in deine politischen Entscheidungen mit einzubeziehen. Ja, also als erstes finde ich wichtig, dass die Jugendlichen auch eine Stimme haben, dass sie auch wählen dürfen zum Beispiel. Und die Jugendlichen, das sind die, welche zum Beispiel die Konsequenzen vom Klimawandel am stärksten mittragen müssen, aber selbst nicht bestimmen dürfen, wie man damit umgeht. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir das Wahlalter runtersetzen, mindestens auf 16. Also ich habe in meinem Umfeld und bei den Fridays for Future zum Beispiel auch ganz viele gesehen, die wirklich schon bereit wären, dass es auch mit 14 geht. Aber dass wir mindestens das Wahlalter hier auch in Baden-Württemberg endlich runtersetzen auf 16 Jahre, das ist für mich sehr wichtig. Auch so finde ich es sehr wichtig, dass Jugendliche in den Bereichen, wo es für die Jugendliche auch relevant ist, eine Stimme auch selbst haben. Ob es in der Schulpolitik ist, wo es immer noch so ist, dass irgendwelche erwachsenen, alten Menschen die Politik oder die Politik machen, welche für junge Leute gedacht sind, ohne die jungen Leute mit einzubeziehen. Das geht nicht, finde ich. Und deswegen sollten auch dort die Schüler mitentscheiden dürfen. Auch sollte es Arbeitsgruppen geben für viele Bereiche, wo halt auch die Jugendlichen oder die für Jugendliche relevant sind. Dass die Jugendlichen selbst die politischen Sachen ausarbeiten können, wie wir mit bestimmten Themen umgehen können. Und ganz wichtig finde ich, dass wir die Jugend dabei auch wirklich ernst nehmen. Genau. Ja, jetzt hast du meine zweite Frage eigentlich schon sehr ausführlich beantwortet. Die würde sich nämlich um die Senkung des Wahlalters drehen, aber nun hast du ja schon begründet, dass du dich ganz klar für die Senkung des Wahlalters aussprichst. Und ich glaube, die überspringen wir jetzt in dem Fall und gehen weiter zu einem anderen Bereich, den du auch schon aufgegriffen hast, dass es wichtig ist, dass junge Leute auch in Schulen ihre Stimme äußern können und ja auch mitentscheiden dürfen. Nun bist du ja noch relativ jung und wahrscheinlich mit den Problemen der Schule auch noch ganz gut vertraut. Zurzeit wird ja, ein Großteil der Medien über die Digitalisierung von Schulen gesprochen und man versucht gerade einfach das aufzuholen, was in den letzten Jahren total verprasselt wurde und ja versucht jetzt, dass die SchülerInnen mit Endgeräten ausgestattet werden, damit irgendwie Leute von zu Hause auch Anschluss an Bildung finden können. Uns als Schüler macht es natürlich immer wieder wütend, weil der Anschein erweckt wird, dass das System, wenn man es digitalisiert, ein besseres System wäre. Aber es bleibt und ist ja dann immer noch ein System, was einfach viele andere genauso grundlegende Probleme mit sich bringt. Und also beispielsweise, dass viel zu wenig Platz für Kreativität ist oder für Entfaltung oder Persönlichkeitsentwicklung und dass ja die LehrerInnen auch viel zu wenig Spielraum haben und so sehr an dem Bildungsplan orientiert sind, dass man einfach keinen Freiraum und auch keine praktischen Anteile und so weiter erfahren kann. Uns würde jetzt interessieren, wie du das Ganze siehst und was für dich Maßnahmen sind, dass Schule ein Ort wird, ja, der letztendlich SchülerInnen auf das Leben, aber auch gerade auf das Leben in Zukunft vorbereiten kann. Ja, ich zuerst, du hast es kurz angesprochen, den Bereich Digitalisierung. Und da wollte ich eine Sache gerne sagen, welche ich von den Leuten von Simple Club mal gehört habe. Und das besonders auf das System Schule.
ein Scheißsystem, welches digitalisiert wird, ist immer noch ein digitales Scheißproblem. So, ja, die Schule hat grundlegende Probleme, die in den Grundlagen von der Schule schon verankert sind. Und wenn wir das digitalisieren, wird das leider am Ende nicht viel bringen in den Bereichen, wo wir Probleme haben. Gucken wir uns mal die Schule an, wie sie entstanden ist, die Schule. Dann sehen wir, dass wir in der Zeit so bei den Preußen herum angefangen haben, die Schüler in ein Gebäude, Schule, zu schicken. Und dort haben sie ein bisschen lesen, schreiben, ein bisschen rechnen gelernt. Darüber hinaus aber nicht viel. Wir mussten ja hauptsächlich noch arbeiten oder kämpfen oder sowas. So in dieser Maß war das ein gutes System für diese Zeit. Aber heute haben wir eigentlich immer noch dasselbe grundlegende System wie damals. Es wurde nur immer wieder Sachen draufgelegt auf diesen auf diese Grundlage hinauf. Und wenn wir heute gucken, was viele Menschen wollen, wenn sie Änderungen im Schulsystem haben wollen, sagen sie, ja, wir wollen für unsere Zukunft besser vorbereitet sein, also brauchen wir mehr Digitalisierung, also noch ein Fach drauf. Dann jetzt, vor kurzem habe ich auch eine Anfrage bekommen, wie es mit einem Antirassismuskurs ist. Noch ein Thema auf dieses ganze Schulsystem drauf. Andere wollen, dass wir in der Schule auch schon lernen, wie man mit Steuern umgeht. Ich als Klimaaktivist will gerne, dass auch die Schüler schon ganz genau sehr gut wissen, wie das Klimasystem funktioniert, dass die verstehen, dass wir ein wirkliches Problem haben. Andere wollen Firmengründung. Wie schafft man es, mit Finanzen zu reden? Mit Finanzen umzugehen. Die Rhetorik, Kreativität, Wissenschaft. Es gibt so viele Themen und alles soll irgendwie noch mit drauf gepackt werden auf dieses Schulsystem, was jetzt schon da ist. Und die Schüler sind jetzt schon teilweise mit der Menge überfordert. Daher würde ich gerne ein kleines Gedankenexperiment damit machen und sagen, hey, wir streichen mal kurz die Schule, die existiert gerade noch nicht und wir wollen eine Schule gründen oder eine Schule entwickeln. Was bräuchten wir? Wie würden wir das angehen heutzutage mit den heutigen Voraussetzungen, welche wir haben? Da würden wir uns drei Fragen wahrscheinlich stellen. Wozu brauchen wir eine Schule? Was machen wir dort? Und wie wollen wir das umsetzen? Und das bei dem Thema wozu, würden wir schnell drauf kommen, wir brauchen die Schule, um uns vorzubereiten auf unser späteres Leben. Und das ist heutzutage sehr vielfältig. Manche wollen einen kreativen Beruf haben, andere wissenschaftlich, andere finanziell irgendwas machen, andere rhetorisch. Trotzdem bauen wir unser aktuelles Schulsystem ziemlich gleich auf. Alle Menschen, alle Schüler, alle Kinder, Jugendliche sind gleich und funktioniert nicht ganz so gut. Ja, das Zweite ist das Was. Wir brauchen nicht jedes Kind muss wissen, wie man ein Integral berechnet. Nicht jedes Kind braucht noch eine weitere Fremdsprache neben Englisch oder sowas. Aber wir brauchen die Grundlagen. Die Grundlagen muss jeder wissen. Wie kann man Prozente berechnen? Wie funktioniert Deutsch? Wie kann man sich gut ausdrücken hier in Deutschland? Wie kann man sich gut ausdrücken im Ausland mit Englisch? Das braucht jeder. Zusätzlich sehe ich es auch schwer, alles in Fächern, Fächern zu sortieren, währenddessen die eigentlichen Probleme, welche wir haben, egal in welchem Bereich, wenn wir eine Maschine konstruieren wollen, dann brauchen wir Mathematik, wir brauchen
Ingenieurswissenschaften, wir brauchen Informatik, wir brauchen vielleicht oder wahrscheinlich Physik, wir brauchen ganz viele Bereiche, wenn wir das Thema Klimawandel haben. Wir brauchen Biologie, wir brauchen Physik, Chemie, wir brauchen wahrscheinlich auch Mathe, Informatik, alles in diesem Bereich. So, nur in einem einzigen Fach zu denken, macht uns nicht bereit für das ganze System, wie wir in Zukunft dann leben müssen. Zusätzlich ist es so, dass wir als erwachsene Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von 18 bis 20 Minuten haben. Danach ist die Aufmerksamkeit nicht mehr voll gegeben. Trotzdem erwarten wir, dass wir die Kinder und Jugendliche in eine Schule schicken, dort 45 Minuten, teilweise 90 Minuten am Stück lernen lassen und das für 8 Stunden, teilweise 10 Stunden, funktioniert nicht so gut. Und dann wundern sich die Leute, dass die Lehrer immer mehr darüber sprechen, dass die Kinder zappelig werden im Unterricht. Jeder Mensch braucht auch hat eine gewisse Zeit, wie er oder sie an einem Thema rangehen muss, um dieses Thema zu verstehen. Und wir sagen aber, hey, du hast nur diese bestimmte Zeit. Nächste Woche machen wir einen Test. Du musst es bis dahin alles gelernt haben. Aber vielleicht braucht ein bestimmtes Kind ein bisschen länger halt. Wir messen mit unseren Noten aktuell nicht, was die Kinder können oder was die Jugendlichen können, sondern wie gut die Fähigkeit sind, in einer bestimmten Zeit möglichst viel Wissen in sich reinzuschütten, welche hinterher sowieso wieder verloren geht. Und dann packen wir auch noch 30 Kinder in einer Klasse. Das ist alles so Sachen, welche ziemlich schwer sind oder schwer ist, um das ganze System dann ja gut zu machen, wenn wir nicht auch in den Grundlagen was ändern. Das nächste oder dritte Teil, ist das Wie. Wie wollen wir das dann alles umsetzen? Und da würde ich jetzt einfach ein Beispiel machen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas ändern könnte. Aber eine Idee, welche ich hatte zum Beispiel, wäre halt diese Grundkurse zu haben, so einen Grundrechenkurs und die ganzen Grundlagen, welche wir wirklich brauchen. Und darauf aufbauend dann projektorientiert Sachen umsetzen. Reale Projekte, welche wir wirklich umsetzen müssen, auch auf der Welt. Und diese Projekte dann den Schüler geben, um sie dann halt umzusetzen, dann haben wir sehr viele Vorteile. Wir haben die Möglichkeit, dass wir immer mit anderen Teams arbeiten können, dass wir dann immer die Stärken der jeweiligen Kinder nehmen können, um die oder Jugendlichen nehmen können, um das damit aufzubauen. Es hat super Potenzial, um auch Menschen mit Behinderung zu integrieren. Diese Menschen haben in manchen Bereichen sehr gute Möglichkeiten, andere sind sie vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber wir können sie nehmen für diese Bereiche, wo sie gut sind, in die Gruppe zu integrieren. Und für die anderen Bereiche kriegen sie eine spezielle Förderung. Und dann haben wir ein Thema, Plastik aus den Weltmeeren fischen. Dieses Thema bearbeiten sie in ihrer Gruppe, neben den Grundkursen, welche sie sowieso haben, und gehen dann zu den jeweiligen Lehrern, welche sie gerade brauchen. Das sind ja was auch immer für Lehrer, welche sie dann gerade in dem Moment brauchen, um dieses Problem, welches da ist, zu lösen. Und so kann man, finde ich, eigentlich sehr gut die Schüler und ja, auch Studenten eigentlich gut darauf vorbereiten, auf das spätere Leben, was sie dann haben können. Ist es jetzt nur eine Idee? Es gibt viele verschiedene Ideen. Ich finde, man sollte auf jeden Fall bundesweit, nicht nur auf Landesebene, sondern bundesweit, das Grundsystem von der Schule endlich anpacken und dort was verändern und
dort einfach mal Wissenschaftler, Lehrer und Schüler zusammensetzen, um ein System aufzubauen, die das ausarbeiten können, um dann ja endlich das Grundsystem Schule hier in Deutschland zu verbessern. Genau. Ja, du sprichst einige sehr interessante Ansätze an. Und ein anderes Thema, welches auch gerade beim Thema Schule sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Inklusion. Und da würde uns interessieren, wo du denn in unserer Gesellschaft zu wenig Inklusion, also wo du denkst, dass unsere Gesellschaft zu wenig inklusiv ist und welche Maßnahmen, du hast gerade schon erwähnt, dass man eben durch solche, ich sage jetzt mal Gruppenunterrichtsweisen, weniger mit Fächern, sondern eher themenbasiert, dass es da die Möglichkeit gibt, eben gerade auch Kinder, die eben nicht lernen können, wie andere Kinder gut zu integrieren. Aber darüber hinaus, was hast du sonst noch für Ansätze oder Maßnahmen, um dagegen zu wirken? Also erstmal, ich finde es sehr schön, dass dieses Thema mit dabei ist, dass ihr diese Frage gestellt habt. Ich arbeite ja in einem Kindergarten, ein integrativer Kindergarten hier in Konstanz. Und ich bin in einer Kleingruppe halt mit behinderten Kindern und zusätzlich auch immer wieder in einer Großgruppe, wo auch Kinder ohne und mit Behinderung zusammenarbeiten. Ich sehe also eigentlich jeden Tag, wie gut das funktionieren kann. Und es ist wirklich schön zu sehen auch, wie auch Vorurteile zum Beispiel weggehen, dadurch, dass die Zusammenarbeit so stark ist, dass auch der Lernerfolg von Kindern, die diese verschiedenen, das sind komplett sehr verschiedene Behinderungen, welche die haben, aber dass der Lernerfolg noch sehr viel größer ist, wenn man die auch mit Kindern ohne Behinderung zusammen spielen lässt, zusammen arbeiten lässt. Und das ist etwas, was es meiner Meinung nach häufiger geben soll. Es gibt viele Kindergärten, wo es leider noch nicht so ist. Aber es ist ein Thema, welches immer häufiger besprochen wird. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall große Änderungen noch kommen. Und ja, in der Schule habe ich ja schon gerade so ein bisschen besprochen, wie ich mir das vorstellen könnte, wie es sein könnte. Ein weiterer Bereich ist natürlich Barrierefreiheit. Wir alle haben das Grundrecht, frei rumzulaufen, frei unser Leben ausleben zu können. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die das nicht können, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie vielleicht blind sind oder andere Schwierigkeiten haben. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir dort endlich wirklich groß vorangehen und die ganzen Barrieren, welche es immer noch gibt, wegarbeiten. Und es gibt auch da schon Fortschritt, aber das könnte schneller gehen. Und ja, ich finde, das sollte auf jeden Fall auch schneller gehen. Ja, das wäre mir sehr wichtig. Ja, dann machen wir weiter mit einem anderen Thema, was gerade aus ökologischer Sicht einen sehr großen Einfluss hat, nämlich das Thema Mobilität. Du kennst vielleicht den 1-Euro-Stadtbus in Radolfzell, der sehr erfolgreich eingeführt wurde und natürlich auch schon vielen anderen Städten und Ländern längst Teil des ÖPNV ist. Dieses sogenannte 365-Euro-Ticket, das wird ja auch schon hier im Landkreis Konstanz von einigen BürgerInnen und Initiativen gefordert. Und da würde uns interessieren, wie du bzw. die Klimaliste dazu steht und auch wie die Meinung zu kostenlosen bzw. vergünstigten Tickets für Schüler und Auszubildende ist. Ja, also ich finde es auf jeden Fall schön, wenn das hier im Landkreis gemacht wird, ein 365-Euro-Ticket. Bin aber der Meinung, dass wir es auch im kompletten Bundesland Baden-Württemberg einführen könnten. Und
zumindest für Menschen, die vielleicht weniger verdienen, für Schüler, Studenten und Auszubildende. Und meiner Meinung nach auch eigentlich für alle Menschen. Das wird ein großer Sprung, großen Antrieb geben, dass wir endlich die Energiewende, die Verkehrswende, voranbringen. Und ja, ich denke, dass das eine gute Möglichkeit ist. Dafür müsste es natürlich auch gleichzeitig einen Ausbau vom öffentlichen Verkehr geben, dass wir wirklich auch mehr Busse fahren lassen, dass wir mehr Busfahrer und mehr Zugführer ausbilden, dass wir das ganze System auch weiter pushen, damit es mehr öffentlichen Verkehr gibt. Und auch für ländlichere Gebiete brauchen wir Optionen, um am öffentlichen Verkehrsnetz gut beteiligt zu sein. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und wir hatten in der Woche nur die Schulbusse und zwei weitere Busse, am Wochenende teilweise gar kein Bus. Und wir mussten mit dem Auto fahren. Und das ist eine Sache, was leider in vielen Gebieten auf dem ländlichen Bereich so ist. Und ich habe es aber auch schon anders gesehen, als ich in der Schweiz gewesen bin, wo es Shuttlebusse gab, die dann in den Gebieten, wo es sich nicht lohnt, einen Zug hinfahren zu lassen, wo es sich nicht lohnt, einen großen Bus hinfahren zu lassen, die dort eingesprungen sind und das dann ausgeglichen haben. Und ich denke, dass wir den Ausbau von den öffentlichen Verkehrsmitteln und gleichzeitig die Anschaffung von 365-Euro-Tickets gleichzeitig aufbauen sollten und so die Verkehrswende wirklich voranbringen können. Bei diesem Thema ist natürlich kommt ganz schnell die Frage auf, wie soll man sowas bezahlen können? Und ich muss da als erstes einmal sagen, wenn man sagt, dass man das nicht bezahlen kann, den Klimawandel, den können wir auf keinen Fall bezahlen. Das wird wirtschaftlich so viel Geld kosten, wenn wir da nicht was ändern, dass wir das auf keinen Fall bezahlen können. Aber ja, trotzdem brauchen wir ein System, wie wir auch die 365-Euro-Tickets und den Ausbau vom öffentlichen Verkehrsnetz finanzieren können. Und ich glaube, es sollte ein Mix auf mehreren Maßnahmen sein, wie wir das schaffen könnten. Könnte mehr Werbung in Bahn und solche Sachen machen. Aber der Hauptpunkt, denke ich, wird trotzdem sein, dass wir das Geld nehmen, was wir aus den CO2-Steuern bekommen, dafür nutzen. Die CO2-Steuern sollen ja in Projekte fließen, die auch für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel ankämpfen, für ein gutes Klima sorgen sollen. Und die könnte man dann perfekt dafür nutzen, um so ein Projekt zu finanzieren. Dafür müssten natürlich die CO2-Steuern erhöht werden, weil aktuell ist es viel zu niedrig. Wir wissen, eine Tonne CO2 sollte eigentlich 180 Euro oder sogar noch mehr kosten und wir sind leider weit drunter. Aber wenn wir das machen, wenn wir die CO2-Steuern anheben können und das dann in die 365-Euro-Tickets einspeisen können, haben wir die perfekte Grundlage eigentlich, um die Verkehrswende voranzubringen, um auf der einen Seite Flugzeuge, Autos und solche Sachen teurer zu machen und dadurch die Beliebtheit von öffentlichen Verkehrsmitteln, welche dann sehr viel günstiger wird, zu verstärken. Genau. Und ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, dass
Schüler und Auszubildende die Möglichkeit haben, kostenlos zur Schule, zur Ausbildung zu kommen und auch in dem Bereich Landkreis oder zumindest in der Stadt kostenlos fahren dürfen. Und das auch nicht nur für die Schulzeit, sondern eigentlich immer. Genau. Ja, unsere nächste Frage dreht sich um das Klimaschutzgesetz der Landesregierung. Ich denke, dass du als Klimaaktivist das Ziel der Reduktion von CO2-Emissionen um 42% bis 2030 als unzureichend kritisierst, ist ziemlich offensichtlich, zumal sich die Klimaliste ja auch quasi zum Hauptziel gemacht hat, das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten. Und uns würde interessieren, was da für Strategien oder Maßnahmen dahinter stecken, damit wir auch tatsächlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können. Also wie sollen wir unser Leben und unsere Lebensweisen umrüsten, damit es kompatibel ist mit diesem Ziel? Ja, erstmal danke für die Frage. Das Thema Klimawandel ist leider bei diesen Wahlen sehr leise geworden. Und das darf für so ein wichtiges Thema eigentlich nicht passieren. Wir wissen, wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, dass wir wirklich Probleme haben werden. Dass es große globale Herausforderungen bringen wird, dass es Katastrophen bringen wird. Und wir wissen auch, dass wir, wenn wir die 1,5 Grad einhalten wollen, ein gewisses CO2-Budget noch haben, welche wir in die Atmosphäre aussetzen dürfen, nicht die 1,5 Grad zu überschreiten. Diese Menge an CO2, welche wir nur noch höchstens ausblasen dürfen in die Luft, wird 2027, 2028 so etwa erreicht werden, wenn wir so weitermachen, wie wir es aktuell machen. Also müssen wir möglichst schnell anfangen, CO2-Ausstoß zu verringern, sodass wir ein bisschen länger Zeit haben, vielleicht bis 2030. Das ist auch unser Ziel, 2030 klimapositiv zu sein, hier in Baden-Württemberg. Und es gibt keine Rechtfertigung meiner Meinung nach, dieses Ziel nicht anzugehen. Egal von welcher Partei es jetzt gerade kommt, egal wie auf Wirtschaft oder sonst irgendwas gepocht wird, dieses Ziel ist eine Grundlage für uns Menschen, um gut weiterleben zu können. Und deswegen müssen wir das angehen. Und trotzdem sehe ich jetzt vor 2 Tagen hier, hier in Konstanz, die erste Klimanotstandsstadt hier in Deutschland, wurden wieder Bäume abgeholzt. Warum? Weil dort ein Parkplatz entstehen soll. Mit Genehmigung von der Stadt, von der Stadtverwaltung. Und das geht einfach heutzutage nicht mehr. Besonders für so eine Stadt, welche so eine Vorbildfunktion hat. Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon in der Bereich Schule gesagt, dass es viele Schulthemen gibt. Aber trotzdem habe ich, trotzdem möchte ich ein Thema gerne in die Schule bringen, auch wenn es vielleicht dann wieder eine Sache mehr drauf ist. Und zwar globale Herausforderungen. Ein Kurs für die Schüler. Welche das die globalen Herausforderungen angeht. Wir haben verschiedene, wir haben Klima, wir haben Artensterben, Plastik und noch ganz viele mehr. Also das ist aber sehr wichtig, dass die Schüler schon wissen, was wir für Probleme haben auf der Welt und dadurch vielleicht auch Konzepte ausarbeiten können,
wie man diese Probleme angehen kann. Oft sehe ich das besonders auch bei Politikern und auch hier die Stadt Konstanz, dass Pflanzen, was ich glaube, hier Konstanz war es, glaube ich, 600, wenn ich mich erinnere, Bäume, und das ist ein super wichtiger Schritt ja, in dem Bereich Klima. Leider müssen wir aber auch sagen, dass Bäume pflanzen nur eine sehr kleine Menge an CO2 wieder aufnimmt, erstmal in den ersten Jahrzehnten. Weil junge Bäume nehmen halt einfach sehr wenig CO2 auf. Und deswegen ist es erstmal wichtiger, alte Bäume stehen zu lassen, die nicht zu roden, wenn sie nicht krank sind oder umsturzgefährdet sind. Aber dass wir auch noch andere Projekte ausarbeiten, zum Beispiel, dass wir die erneuerbare Energie sehr stark fördern, dass wir unser Bauwesen ändern, dass wir mehr auf Holzbau, auf Dämmung gehen, dass wir die Mobilität ändern, wie ich jetzt gerade im letzten Punkt gesagt habe. Es gibt von German Zero und von Konstanz Klimapositiv 2030 ein Stadtplan oder insgesamt Pläne, wie man das für verschiedene Bereiche ja, hinbekommen kann. German Zero hat da einen super Plan auch für ganz Deutschland ausgearbeitet, eigentlich, um die 1,5 Grad auszuarbeiten. Und in diesen Punkten müssen wir handeln. Und ich sehe auch einen weiteren wichtigen Punkt in den Bereichen Moor. Also die Wiedervernetzung von Mooren. In Baden-Württemberg haben wir 1,3 Jahren. Ich habe dich gerade nur ganz schlecht verstanden. Das hat total gestoppt. Vielleicht kannst du noch mal die letzten 3 Sätze wiederholen. Okay. Ja, gern. Genau, also für mich ist auch ein sehr wichtiger Punkt, welcher leider sehr wenig besprochen wird, Moore in Baden-Württemberg. Wir haben in Baden-Württemberg 1,3% der Fläche Moore, aber in den letzten 300 Jahre circa wurden Moore sehr viel trockengelegt, um den Torf zu nutzen, zum Verbrennen, in Gartenerde reinzuhauen und solche Sachen. Und so sind 95% der Moorflächen in Deutschland ja, trockengelegt worden. Das Problem ist aber, dass Moore ein Riesenpotenzial haben, CO2 zu speichern. Weltweit gibt es 3% Moorflächen, die aber doppelt so viel CO2 speichern wie alle Wälder weltweit. Und diese Moore werden aber durch unsere Nutzung von den Mooren von einem CO2-Speicher zu einer CO2-Quelle. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass wir auch dort in diesem Punkt, wo wir ziemlich einfach eigentlich rangehen können, ja, Fortschritt machen und die wieder vernässen. Erstmal natürlich stoppen, Torf zu benutzen und dann die Moore zu vernässen. Das braucht ein bisschen Zeit, aber Experten sagen, dass man in 10 Jahren die kompletten Moore wieder ja, nass machen könnte hier in Deutschland und dadurch die volle Wirkung als CO2-Speicher wieder entfalten könnte. Und das ist etwas, was wir ziemlich einfach oder relativ einfach machen könnten, aber endlich angehen sollten. Und wir haben in Freiburg sogar eine Universität, welche dort sehr dran arbeitet, und das müssen wir auf jeden Fall auch fördern. Dann die erneuerbare Energie ist noch ein sehr wichtiger Punkt, und welche hier besonders in Baden-Württemberg
leider sehr vernachlässigt wird, auch in den letzten Jahren, wo wir eine grüne Regierung haben. 2019 wurde komplett Deutschland und den Bundesländern geguckt, wie viel erneuerbare Energie im kompletten Mix, Strommix vorhanden ist. In Baden-Württemberg waren es 31%. Das ist leider nicht viel. In ganz Deutschland waren es 46%. Und in Bayern, die nicht von den Grünen, sondern von einer CSU regiert wird, die ähnliche Verhältnisse haben von wie viel Sonne die bekommen, wie wenig Wind und solche Sachen, gibt es 51%, also 20% mehr erneuerbare Energie im Energiemix. Und das ist sehr enttäuschend für Baden-Württemberg und da muss man wirklich schnell handeln. Genau. Ja, dann wage ich jetzt mal den Sprung von der Klimakrise zur Corona-Pandemie. Das Thema wollen wir natürlich hier in der Runde auch nicht außen vor lassen. Ja, und da interessiert uns natürlich insbesondere die Situation der Jugendlichen. Ich denke, du kennst es selber als FSJler, dass viele junge Menschen sich einfach in den letzten Monaten von der Corona-Politik einfach, ja, quasi alleingelassen gefühlt haben. Also man hat nicht auf unsere Bedürfnisse oder unsere Forderungen ist nicht wirklich drauf eingegangen. Es ging irgendwie immer nur um, ja, um das Öffnen oder Schließen von den Betrieben, von den Läden, um Kitas, um Schulen, aber nicht um andere Dinge, die einfach auch zum Leben von Jugendlichen dazugehören. Natürlich ist uns bewusst, dass wir hier aus einer sehr privilegierten Situation sprechen. Unsere Gesundheitssysteme laufen noch einigermaßen und wir können auch irgendwie, also die meisten von uns, dennoch Bildung erfahren und ja, ich sitze hier zu Hause gesund in meinem Zimmer, aber trotzdem fehlen uns einfach Dinge, die normalerweise total selbstverständlich sind, also Leute zu sehen, feiern zu gehen, ja, sich mit Menschen zu treffen. Wir sind in einer Phase unseres Lebens, die man einfach nicht so leicht vergleichen kann mit erwachsenen Leuten, die einfach schon berufstätig sind. Für uns wollen viele junge Menschen wollen ein neues Leben anfangen zu studieren, Erfahrungen sammeln, Praktika und so weiter. Und all diese Dinge fallen jetzt natürlich weg oder sind sehr eingeschränkt und so schnell oder so einfach lassen die sich nicht nachholen, weil die Zeit, die wir jetzt haben, bleibt ja nicht irgendwie stehen und können wir dann ein paar Jahren halt mal machen. Deswegen unsere Frage an dich, welche Maßnahmen oder Ideen hast du eventuell, um die Situation gerade für uns junge Menschen in dieser Pandemie zu verbessern? Ja, also ich persönlich bin schon seit längerem dafür, dass wir diese No-Covid-Strategie nutzen. Also für eine gewisse Zeit, 2-3 Wochen, einen sehr harten Lockdown nutzen, um danach die Möglichkeit haben, wieder ein bisschen Verschnaufpause zu haben, ein bisschen lockerer das Ganze anzugehen. Und leider ist es aktuell so, wir haben erstmal einen Lockdown-Light gehabt, jetzt haben wir seit 3 Monaten Lockdown. Und jetzt wird es ein bisschen geöffnet, ein bisschen lockerer gemacht, obwohl wir schon wissen, ja, die dritte Welle steht gerade an. Irgendwie funktioniert dieses System oder wie wir es jetzt aktuell machen, nicht wirklich. Daher denke ich, für 2-3 Wochen mal richtig alles außer halt die wirklich systemrelevanten Berufe zu schließen, wie es letztes Jahr im Frühjahr war, um dann auch wieder ein bisschen Zeit zu haben, um unsere Bedürfnisse wirklich ausleben zu können. Und, zusätzlich denke ich, dass wir es schaffen müssen, besonders jetzt, wo es draußen wieder wärmer wird, auch die Möglichkeit zu geben, draußen auch in Gruppen sich gut treffen zu können und nicht, dass in der einen Wiese, welche wir da gerade haben, 10.000 Menschen alle dicht an dicht gedrängt sind, sondern dass wir in
noch ja gut, also nicht ganz so großen Gruppen ja auch mal feiern können und sowas, aber in verschiedenen Gebieten in der Stadt, sodass wir das halt alles so ein bisschen entzerren und nicht halt alle auf einen Platz schicken. Zusätzlich denke ich, insgesamt in dem Bereich Corona müssen wir endlich anfangen, auch mit mehr mit Schnelltest zu arbeiten. Wir sehen das in Österreich, hauptsächlich in den Schulen und Kindergärten, dass es schon einiges bringt, wenn wir mit dem arbeiten. Trotzdem wird es in Deutschland immer noch nur diskutiert und ja, wir wollen das jetzt langsam einführen, aber es gibt immer noch Bedenken und ja, es kommt halt alles nicht wirklich in Fahrt und wir brauchen Ewigkeiten, bis mal endlich irgendwelche Fortschritte erzielt werden. Und diese Schnelltests hätten wirklich die Möglichkeit, dass wir auch mal irgendwelche Veranstaltungen, also kleinere Veranstaltungen machen könnten, dass wir vielleicht auch mehr wieder Sport machen können, auch Mannschaftssportarten, welche jetzt gerade auch sehr schwer sind, dass man dann vor dem Spiel oder vor dem Training sich testen lässt, dann nach kurzer Zeit das Ergebnis hat und ja, ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt zumindest eine gute Tendenz ab und so haben wir zumindest auch wieder die Möglichkeit, ja, in den Zeiten, wo wir vielleicht nicht extrem, die Zahlen extrem weit oben sind, auch solche Sachen wie ja, Partys, Sportarten, Mannschaftssportarten ja wieder ausleben zu können. Und auch bei Schulen muss sich endlich was tun. Das kann nicht sein. Schon im Herbst, als es dann anfing mit der zweiten Welle, hat man gesagt, im Sommer hätte man Lüftung anschaffen sollen. Und ja, alle haben sich beschwert. Trotzdem ist auch jetzt in den letzten Monaten nichts passiert in diese Richtung. Man hätte jetzt zumindest, auch wenn man weiß, oh ja, Sommer, da hat man es verkackt, hätte man jetzt aber was machen können. Und trotzdem wird nichts gemacht. Und das ist halt wirklich eigentlich ziemlich enttäuschend. Und wir müssen da endlich was tun. Und immer nur die Fenster aufmachen ist jetzt nicht das Ideale dafür. Ja, also gute Lüftungsanlagen für die Schulen sollten wirklich langsam, schnell ja, ausgearbeitet oder gemacht, angeschafft werden. Zusätzlich denke ich, dass wir die ganze Bürokratie vereinfachen müssen in diesem Bereich, dass wir nicht Monate brauchen, bis endlich mal irgendwelche Laptops ankommen. Für die Zeiten, wo wir vielleicht nicht, also es wird sicherlich auch in Zukunft immer wieder die Zeiten haben, wo das schwerer wird mit in die Schule gehen, dass wir in der Zeit trotzdem von zu Hause gut arbeiten können, aber auch die, welche vielleicht sich keinen Laptop leisten können. Aber dass wir trotzdem versuchen, die größte Zeit ja, das möglich zu machen, dass sie in die Schule gehen und auch da natürlich Schnelltest ja, anschaffen für alle, für Lehrkräfte, genauso auch für die Schüler. Genau. Und am Ende brauchen wir auch eine gute Kommunikation von der Politik. Also ja, wir entscheiden jetzt das hier und nach 2 Wochen, wir verlängern den Lockdown und dann nochmal verlängern und am Ende geben wir das dann noch ab an die ganzen einzelnen Bundesländer, die das dann selbst regeln dürfen. Ja, da kommt kein Vertrauen auf die Politik und ich glaube, besonders bei so einer Situation, wie wir es gerade mit der Corona-Krise haben, brauchen wir eine gute Kommunikation von der Politik, damit die Menschen nachvollziehen können, warum was gemacht wird und auch, ja, ich glaube, die Menschen können es ab, auch die Wahrheit zu erfahren, dass es vielleicht schwer ist, dass wir vielleicht auch jetzt mal einen richtig starken Lockdown brauchen. Und das wollen die lieber haben, denke ich, meiner Meinung nach, als diese endlos Lockdown, ohne dass sich irgendwie was ändert oder verbessert. Genau. Ja, ich glaube auch, wir alle sehen uns irgendwie
nach einem Ende und wären auch dazu bereit, noch mehr Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um einfach unsere Normalität wieder zurückzugewinnen. Wir sind dann auch schon bei der letzten Frage angelangt und ich würde dich bitten, die so kurz wie möglich zu beantworten. Das haben wir bei den anderen Kandidatinnen auch so gemacht. Und die Frage lautet, warum wir als Jugendliche denn genau dir unsere Stimme bei der kommenden Landtagswahl geben sollen. Genau. Wir haben jetzt das entscheidende Jahrzehnt vor uns. In diesem Jahrzehnt müssen wir was ändern, in der Klimapolitik und auch in anderen Bereichen. Aber besonders in der Klimapolitik müssen wir was ändern, um später nicht nur ja, irgendwie versuchen, die Probleme noch zur Seite zu kriegen oder irgendwie durchzukommen, sondern um ein gutes Leben zu haben, auch für die zukünftigen Generationen auch. Also ich werde es sicherlich nicht so extrem schwer haben wie Kinder, welche jetzt gerade Kind sind. Aber die Kinder, welche erst in 20 Jahren geboren werden, werden es noch einmal schwerer haben, wenn wir so weitermachen mit der Zerstörung der Erde und des Klimasystems. Und dafür brauchen wir eine wissenschaftliche Basis. Und ich glaube, die Klimaliste ist sehr geeignet dafür, um diese Basis zu geben, um Entscheidungen treffen zu können, die auch für die Zukunft die Folgen für uns gut kommen lassen können sollte. Genau. Und am Ende ist es aber so, dass wir alle aktiv werden müssen. Ich finde es wichtig, dass wir zusammen die Politik mitgestalten, indem wir zum Beispiel auf die Straße gehen, indem wir gucken, dass wir politisch eine Stimme gewinnen, um dann die Politik zusammen gestalten zu können. Und genau, ich hoffe, dass wir das alle zusammen machen können, um eine gute Zukunft uns zu erarbeiten. Und ja, darauf freue ich mich. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank. Wir sind durch mit den Fragen. Danke für all deine Antworten. Es war echt interessant, dir zuzuhören. Auch im Namen von allen, die jetzt heute nicht hier anwesend sind, vom ganzen Jugendgemeinderat, bedanken wir uns für die Bereitschaft, auch mit uns zu reden. Und ja, wir wünschen dir natürlich bei dem Wahlkampf und für die nächste Zeit alles Gute. Vielen Dank.